Hallo zusammen, liebe Mitglieder, mein Name ist Joshua und ich begrüße euch zu unserem nächsten Trainingsvideo. Ich habe heute für euch ein kleines Push-Workout vorbereitet. Wir werden uns den Muskulaturen Brust, Schulter und Trizeps widmen. Das Einzige, was ihr als Hilfsmittel braucht, ist euer eigenes Körpergewicht, eine kleine Erhöhung, da werde ich euch gleich ein paar Sachen zu sagen, und zwei Rucksäcke bzw. zwei Turnbeutel, die ihr mit irgendwas im Gewicht beladen könnt, also dicke Bücher, Konservendosen oder was euch auch immer einfällt, was ihr gerade zu Hause habt, um die Beutel schwerer zu machen. Die Erhöhung, ich habe in dem Falle zwei Stepper einfach genommen, hat natürlich nicht jeder von euch zu Hause, weiß ich, dementsprechend nehmt ihr einfach Wasserkästen, Bierkästen. Mein persönlicher Favorit sind Kochtöpfe, weil die eine schöne Bodennähe haben, das eignet sich eigentlich am besten dazu. Oder ihr nehmt einfach sowas wie Stühle oder so eine Geschichte. Also das ist euch dann selbst überlassen, was ihr da benutzt. Genau, wir kommen einfach zur ersten Übung. Die erste Übung ist eine ganz normale Liegestütze mit einer kleinen Erhöhung. Vorteil von so einer Erhöhung liegt einfach daran, dass wir einen höheren Bewegungsradius haben. Dadurch aktivieren die Muskulaturen ein wenig mehr. Dadurch hat sie halt, ist die ganze Übung einfach anstrengender, sodass ihr euch zu Hause auch vernünftig austrainieren könnt. Wo darauf zu achten ist bei der Liegestütz, Bauch schön fester anspannen, Po fester anspannen, damit euer Rumpf richtig schön fest ist und da kein Abfälschen bzw. Ausweichbewegungen stattfinden. Der Oberarm sollte in ca. 45 Grad Winkel zum Oberkörper stehen und die Hände sollten so ungefähr auf Brusthöhe stehen, damit ihr dann einfach die Schulterbelastung ein bisschen rausnimmt und die nicht zu hoch wird. So, ich mache es euch einmal ganz kurz vor. Ihr geht hin, setzt die Hände einfach auf den Stepper bzw. bei euch dann natürlich auf den Kochtöpfen bzw. Bierkästen oder Wasserkästen auf. Füße eng zusammenstellen, Po, Bauch fest und jetzt lasst ihr euch einfach so tief es eure Mobilität euch erlaubt in die Liegestütz ab. Natürlich unter der Prämisse, dass alles schmerzfrei ist und die Bewegung sauber ausgeführt wird. Hiervon macht ihr so circa 5 Sätze mit 10 bis 15 Wiederholungen. Wenn ihr das Ganze schwerer machen möchtet, kommen jetzt die Turnbeutel bzw. eure Rucksäcke ins Spiel. Ihr könnt hingehen, ihr nehmt euch einfach den Turnbeutel, packt euch den auf den Rücken, dann habt ihr das Gewicht schön hinten drauf liegen und es kann auch nicht runterfallen und geht dann mit dem Zusatzgewicht einfach in die Liegestütz. So, ihr seht, schon gut anstrengend, ist auf jeden Fall eine super schöne Übung. Je nachdem, wie stark ihr seid, könnt ihr euch das Ganze natürlich dann leichter oder schwerer machen. Wie gesagt, jetzt kommen wir zum leichter machen. Wenn ihr das Ganze noch nicht so hinbekommt, weil es euch noch ein bisschen an Kraft mangelt, ist es auch kein Problem, dann geht ihr einfach hin. Anstatt die Füße hinten aufzustellen, geht ihr auf eure Knie. Bauch und Po bleiben natürlich nach wie vor fest angespannt und geht jetzt schön in eure Liegestütze rein. Damit sind wir mit der ersten Übung durch und wir kommen zur zweiten Übung. So, wir kommen zur zweiten Übung. Hierfür habe ich mir für euch die seitlichen Liegestützen mit Erhöhung überlegt. Dafür braucht ihr wieder eure Erhöhung. Ich in dem Fall nehme wieder meinen Stepper. Ihr nehmt euren Kochtopf, euren Bierkasten oder euren Wasserkasten, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Ihr geht ganz normal in die Liegestützposition. Eine Hand wird oben auf eurer Erhöhung platziert, die andere auf dem Boden. Ne? Nehmt die beschriebene Liegestützposition ein, Bauch fest, Po fest. Geht tief runter in die Liegestütz, drückt euch raus, wechselt einmal auf dem Stepper die Hand bzw. auf eure Erhöhung und geht wieder in die Liegestütz. So, hier könnt ihr natürlich auch wieder frei wählen, ob ihr die Übung schwerer oder leichter haben wollt. Ihr macht sie einfach schwerer, indem ihr euren Rucksack dazu nehmt. Geht einfach hin, nehmt euch einen Turnbeutel oder irgendeinen Rucksack, wo ihr irgendwas an Gewicht reinpackt, ob es eine Konservendose, ein großes Buch oder was auch immer ist, das ist euch natürlich selbst überlassen. Packt euch das Ganze dann einfach auf den Rücken und macht damit dann einfach die Übung. Wenn ihr es leichter haben wollt, ist es ein bisschen einfacher, ihr geht hin, stellt die Knie eng zusammen, Füße hinten überschlagen und macht die Liegestütze dann einfach in diesem Format. So, hiervon solltet ihr auch wieder so ca. 4 bis 5 Sätze machen, mit 10 bis 15 Wiederholungen und einer Pause von ca. 60 Sekunden.
Wir kommen jetzt zu Übung Nummer 3. In Übung Nummer 1 und Nummer 2 haben wir den Fokus eher auf die Brustmuskulatur gelegt und nun werden wir in Übung Nummer 3 den Fokus eher Richtung Schultermuskulatur verschieben. Als Übung habe ich euch heute die Schulterliegestütz mitgebracht. Für die Schulterliegestütz könnt ihr auch wieder eure Erhöhung benutzen, um die Übung einfach etwas intensiver zu machen, weil wir dadurch wieder die Range of Motion bzw. den Bewegungsradius in der Übung selbst erhöhen und dadurch natürlich die Intensität einfach wesentlich weiter hochgeschraubt wird. Deswegen, je nachdem wie leistungsfähig ihr seid, wählt die verschiedenen Optionen. Ich werde auch beide Varianten einmal vormachen. So, kommen wir zur ersten Variante. Bei der ersten Variante mit Erhöhung geht ihr einfach hin. Platziert eure Hände auf eurer Erhöhung. Wichtig hierbei, dass sie schön stabil steht, weil ihr jetzt in eine relativ instabile Körperposition geht. Ihr stellt die Füße relativ eng zusammen, Knie sind leicht gebeugt und jetzt streckt ihr den Po so weit in die Luft nach oben raus, wie ihr könnt. Kopf ist zwischen den Schultern und ihr geht mit dem Kopf in Blickrichtung Boden nach unten. Geht so tief runter, wie es euch eure Mobilität zulässt und drückt euch kraftvoll wieder raus. So, ihr habt gesehen, die Übung ist wirklich ziemlich intensiv, durch die Erhöhung natürlich nochmal etwas stärker. Jetzt könnt ihr einfach hingehen, wenn ihr sagt, okay, ich schaffe die Wiederholung mit der Erhöhung gar nicht mehr oder ihr seid generell noch nicht so stark, dass ihr diese Übung mit dieser Erhöhung schafft, dann geht ihr einfach hin, packt die Erhöhung einfach weg und macht das Ganze einfach auf den normalen Händen auf dem Boden. Übungsausführung bleibt im Prinzip genau dieselbe. Also, Füße eng zusammen, Knie leicht gebeugt, Po nach hinten raus. Und ihr geht so tief es geht und drückt euch wieder raus. So, hiervon macht ihr 4 Sätze. Ihr macht 60 Sekunden Pause und solltet zu ca. 10 bis 15 Wiederholungen in der Übung anstreben. Wenn ihr am Anfang noch nicht so viele schafft, ist natürlich auch nicht so schlimm. Dann macht ihr einfach so viele, wie ihr packt. Und versucht dann das Ganze langsam aufzubauen. So, wir kommen zur vierten Übung von der Push-Einheit. Wir haben jetzt mit dem Schulterliegestütz unsere Schultermuskulatur schön vorbearbeitet und werden das Ganze jetzt mit dem Seitheben im Prinzip einmal abschließen. Für das Seitheben braucht ihr am besten eine kleine Sitzmöglichkeit. Ob das ein Stuhl, ein Hocker, eine kleine Bank oder was auch immer ist, ist euch natürlich auch wieder selbst überlassen. Zusätzlich braucht ihr dann 2 kleine Turnbeutel, 2 kleine Taschen oder irgendwas, was ihr gut greifen könnt. Ich habe mir das Ganze jetzt einfach mit Gewicht beladen. Ihr könnt natürlich einfach Bücher, Konservendosen oder was auch immer ihr zu Hause habt an schweren Gegenständen da reinpacken. Achtet bitte nur darauf, dass beide Seiten gleichmäßig gleich schwer sind, weil es sonst natürlich zu Disbalancen kommen kann und das möchtet ihr natürlich nicht. Für die Übung, ich mache das Ganze jetzt erstmal trocken vor, dass ihr seht, was ihr machen müsst. Brust aufrichten, ihr lehnt euch auf eure Sitzmöglichkeit ein kleines Stückchen nach vorne. Ihr dreht die Ellenbogen nach außen, sodass euer kleiner Finger nach außen zeigt und der Daumen nach innen. Und jetzt stellt ihr euch vor, dass an euren Ellenbogen Fäden befestigt sind und die zieht ihr einfach zur Seite hoch. Dabei ist wichtig, Ellenbogen höher als Handgelenk und wenn ihr nach oben geht, tut ihr einfach so, als würdet ihr eine Wasserflasche auskippen. Einmal trocken vorgemacht, jetzt das Ganze einmal mit Gewicht. Ihr nehmt eure Turnbeutel, eure Gewicht oder was auch immer zu Hause habt in die Hand. Füße werden relativ eng zusammengestellt, Brust ist aufrecht, ihr lehnt euch ein Stück nach vorne und zieht das Ganze dann zur Seite, wie ich euch es gerade erklärt habe. Ja, ihr seht jetzt bei mir, dadurch, dass ich die Turnbeutel in der Hand habe, schwingt das Ganze natürlich. Das ist aber nicht so schlimm, weil ihr dadurch natürlich auch wieder mehr Stabilisationsmuskulatur integriert, was dazu führt, dass euer Schultergürtel einfach wieder etwas stabiler wird. Wenn ihr das Ganze natürlich mit einer Wasserflasche machen wollt, wenn ihr eine schwere Zauber habt oder ihr habt so Wasserkanister mit Griffen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne damit machen. Damit ist das Ganze nochmal etwas einfacher umzusetzen. Hiervon macht ihr auch 4 Sätze. Ihr macht 45 bis maximal 60 Sekunden Pause zwischen den Sätzen. Wir wollen hier wirklich die Pause kurz halten, und ihr macht ca. 15 bis 20 Wiederholungen. Wir wollen hier auch wieder ein bisschen mehr in den Kraftausdauerbereich kommen, weil wir die Schultermuskulatur ja mit der Liegestütze vorher schon etwas bearbeitet haben. Das Ganze natürlich wesentlich schwerer ist als das Seitheben. Super! So, wir kommen jetzt zum Trizeps. Ne? Brust und Schulter haben wir jetzt jeweils mit 2 Übungen abgeschlossen. Wir widmen uns jetzt einmal der Trizepsmuskulatur. Den Anfang macht hier die Trizepsliegestütze. Hierfür könnt ihr euch als Intensitätsstärkung wieder eure Erhöhung dazu nehmen. Ne? Wie ich schon in den vorherigen Übungen angesprochen habe, erhöhen wir damit einfach die Range of Motion, also den Bewegungsradius, den ihr in der Übung selbst habt. Und über die Erhöhung des Bewegungsradius erhöht ihr natürlich dann auch die Spannungszeit der Muskulatur.
Das hat dann natürlich auch wieder positive Effekte auf euren Muskelaufbau. Ne? Dementsprechend könnt ihr euch hier das Ganze einfach etwas intensiver gestalten, wie bei den anderen Übungen auch. Außerdem habt ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit, euch euren Rucksack zu packen, mit Konservendosen oder Büchern zu füllen und euch den auf den Rücken zu schneiden, um das Ganze etwas schwerer zu machen. So. Für die Trizepsliegestütz begebt ihr euch im Prinzip in eine normale Liegestützposition. Das Einzige, was ihr hierbei beachten müsst, ist, dass ihr die Stepper bzw. eure Erhöhung diesmal eng zusammenstellt. Ne? Weil ihr wollt jetzt, wenn ihr in die Liegestütz geht, mit den Ellenbogen ganz, ganz nah am Körper vorbeigehen. Bedeutet, jetzt habt ihr keinen 45-Grad-Winkel mehr, wie bei der normalen Liegestütz, zwischen Oberkörper und Oberarm, sondern ihr geht wirklich hin, ganz eng dran, ne? Weil wir wollen möglichst nur in die Armstreckung, weil wir den Trizeps treffen wollen. Ihr stellt eure Hände auf eure Erhöhung auf. Füße zusammen, Bauch und Po fest, Ellenbogen eng an den Körper, geht so tief runter wie es geht und pusht euch wieder raus. So, hiervon macht ihr 3 Sätze, auch wieder 10 bis 15 Wiederholungen mit einer 60-sekündigen Pause zwischen den Sätzen. So, als zweite Trizepsübung habe ich euch heute die Dips mitgebracht. Hier als kleine abgewandelte Variation zu den normalen Standard-Dips. Mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder von euch zu Hause einen Dipparan hat, an dem er freie Dips ausführen kann. Und dementsprechend machen wir das Ganze heute einfach mit 2 Erhöhungen. Hierbei, ich habe in dem Fall 2 Bänke gewählt. Ihr könnt natürlich auch 2 Hocker, 2 Stühle oder was auch immer anderes als Erhöhung benutzen. Als kleines Zusatzgewicht, um die Bewegung bzw. die Übung etwas schwerer und intensiver zu machen, könnt ihr euch wieder euren Turnbeutel mit etwas Gewicht dazu nehmen. Für die Übung geht ihr hin, platziert eure Hände auf euren Erhöhungen, stellt die relativ eng zusammen. Füße werden vorne eng zusammengestellt, Knie sind leicht angewinkelt und aus dieser Position lasst ihr euren Oberkörper einfach nach unten sinken und drückt euch kraftvoll wieder nach oben raus. So, um die Übung jetzt intensiver zu machen, geht ihr einfach hin, nehmt euren Turnbeutel, legt euch den in den Schoß und könnt die Übung dann mit etwas Zusatzgewicht ausführen. Was die Übung natürlich dann etwas intensiver macht. Ihr könnt natürlich ganz frei wählen, wie viel Gewicht ihr da benutzt. Ne, je nachdem, nach eurem Leistungsstand wählt ihr da einfach die Gewichtsstruktur, das ist euch dann selbst überlassen. Von der Übung 3 Sätze. 45 bis 60 Sekunden Pause zwischen den Sätzen und 10 bis 15 Wiederholungen. Und dann sollte ja euer Trizeps sehr gut bedient sein. Wir kommen nun zur Abschlussübung von dem Push-Workout. Wir werden uns in der letzten Übung nochmal explizit eurer Rumpfmuskulatur widmen. Das Ganze ist der sogenannte Vierfüßler bzw. das Vierfüßler-Krabbeln. Das ist eine super einfache Übung, aber super, um eure gesamte Rumpfmuskulatur zu trainieren. Für die Übung geht ihr einfach in einen Vierfüßlerstand. Hierfür platziert ihr eure Handflächen unter euren Schultergelenken, das ist wichtig. Eure Knie kommen unter eure Hüftgelenke und dann gebe ich als Cue, um die Übung immer gerne zu starten, ihr zieht die Gürtelschnalle zu eurer Brust, spannt euren Bauch ganz fest an, Fußspitzen sind aufgestellt und jetzt hebt ihr die Knie einfach ungefähr 1 cm über den Boden ab. So, ihr könnt die Übung jetzt einfach halten oder ihr geht jetzt hin und setzt diagonal eine Hand und ein Bein nach vorne. In der Form geht dann einfach nach vorne und geht dann den gleichen Weg rückwärts wieder zurück. Wichtig hierbei, dass ihr das Ganze wirklich schön diagonal macht, ganz langsam und die Knie wirklich nur einen Zentimeter über den Boden sind. So, von der Übung macht ihr auch wieder 4 Sätze. Hier arbeite ich ungern mit Wiederholungen, sondern lieber mit Belastungszeiträumen. Also geht einfach hin, legt euch euer Handy neben euch, macht die Stoppuhr an, geht in die Übung rein und macht die Übung für ca. 30 bis 60 Sekunden und pausiert dann wieder für 45 bis 60 Sekunden und wiederholt das Ganze dann. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, das war das Push-Workout. Ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß und bleibt natürlich weiter fit und gesund zu Hause. Legt los!